Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich bin dieses Mal spontan zu einem Besuch bei unseren Freunden vom Club 4x4 Vallée de la Zorne Alsace Offroad Centre Tout-Terrain Steinburg. Langer Name, aber dort bekommt man auch viel geboten. Neben einer ca. 20 Hektar großen Offroad-Strecke für alle, die selbst mal im Auto sitzen, gibt es hier auch noch einen toll angelegten Crawler-Park und der ist es auch wert, besucht zu werden. Der Club besteht seit ca. 40 Jahren und umfasst ungefähr 200 Mitglieder und ist etwa 35 Kilometer westlich von Straßburg gelegen. Wer dem Club einen Besuch abstatten will, kann sich darüber auf deren Internetseite informieren. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin dieses Mal wieder mit meinem Trailfinder 2 von RC 4-Wheel Drive unterwegs. Mit dabei habe ich auch noch meine kleinen TRX 4M, aber zu denen später mehr. Hier eine kleine Brücke, die es aber durchaus in sich hat. Die Auffahrt dazu ist nicht gerade einfach und auch die Abfahrt hat einiges an Schwierigkeit zu bieten. Natürlich waren auf der Hauptstrecke auch noch Autos unterwegs. Hier mal den Camperaufbau abgebaut, um mal zu sehen, was die Kiste kann. Sehen kann, kommen auch auf der normalen Strecke so manche Autos an ihre Grenzen. Die Kupplung hat man nach der Aktion gut riechen können. Obwohl ich hier jetzt nicht die super duper Offroad-Reifen habe und Blattfedern, kommt das Auto eigentlich ganz gut in dem Gelände zurecht. So, und dann kommen wir mal zu den TRX 4M. Was hatte ich dabei gehabt? Natürlich meinen Camel Trophy und auch den kleinen Mock. Für die, die es nicht kennen, Mock steht für Unimog. Nur kurz. Auf dem Modellflugplatz nebenan war auch einiges los. Hier hat einer seinen Jet steigen lassen. Obwohl im Maßstab nur 1:18, haben die kleinen Teile doch ein richtig ansehnliches Fahrbild. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Danke und ciao, ciao.